So Leute, recht herzlich willkommen zu einer kleinen Overwatch-PTA-Runde. Wundert euch nicht, dass die Facecam nicht da ist, es ist einfach fucking heiß in meinem Zimmer und ich habe wirklich null Bock jetzt hier so drei Lampen auf mich drauf ballern zu lassen, weil ich dann sterbe vermutlich. Deswegen, ja, heute einfach mal ohne Facecam, aber ich denke, das wird schon machbar sein. Ich merke gerade, dass ich meine Kopfhörer nicht reingesteckt habe. Dann haben sich unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Wir spielen heute den neu vorgestellten Helden Sigmar, also ohne R, das habe ich gleich ein bisschen mitgesprochen, aber tatsächlich Sigmar. Hier haben wir ihn, den Süßen. Ist jetzt vom rein ästhetischen vielleicht nicht mein Favorite, aber kann man auf jeden Fall mal so machen. Genau, Angriff. Er schleudert immer so zwei am Stück, das heißt, wenn man nur einmal ganz kurz drauf drückt, sind es immer zwei. Und die machen ganz ordentlichen Damage. Haben aber auch eine relativ lange Flugphase und vor allem nur Short Range. Die ist ein bisschen doof auf Long Range, wenn man Short Range hat. Allerdings, wenn die aufkommen, haben die so einen kleinen Explosionsradius. So, wenn ich jetzt den hier anschieße, seht ihr, der hat auch ein bisschen Damage bekommen. So, das ist ganz gut eben, wenn dann mehrere Gegner auf einem Haufen sind. Dann mit Rechtsklick erschafft er eine Barriere. Hat die null Abklingzeit. Ah, okay, aber die ist... Und jetzt lädt sie sich auf, oder was? Ah, genau. Okay, das ist aber echt interessante Mechanik. Auch je länger du drauf drückst auf Rechtsklick, desto weiter weg ist sie. Du kannst sie immer einsammeln und neu hinplatzieren. Hat keinen Cooldown. Das ist echt cool, eigentlich. So, die nächste Fähigkeit. Hier so ein paar Steine, die den Gegner kurz ausnocken. So, für die nächste Fähigkeit, die ist auch noch relativ interessant. Ich lasse mich mal kurz ein bisschen hitten. So. Normal müsste ich jetzt kurz warten, bis ich wieder Leben regeneriere. Aber mit dieser Fähigkeit hier sammelt er Geschütze auf und verwandelt sie bei sich in Schilde, die auch über diese 400 HP hinausgehen. Seine Ult ist, dass er die Gegner hier hochhebt und auf den Boden schleudert und dabei Damage macht. Und das sieht nicht nur absolut geil aus, sondern das macht auch ordentlich auf jeden Fall Damage. Also ich muss sagen, der Typ ist absolut cool. Er spielt sich, denke ich mal, relativ schwierig, das werden wir gleich noch herausfinden, aber seine Fähigkeiten sind so cool. Also der gefällt mir richtig gut. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns den Kollegen mal in-game an. So, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wie sich der Kollege dann so spielt. Ah, die haben auch schon einen. Ja, schon ordentlich Damage gemacht auf jeden Fall. So, Barriere mal kurz weg. Ist da jemand? Nee. Haben wir sie in die Flucht geschlagen. Okay, ich kassiere gerade ein bisschen. Also der Typ ist auf jeden Fall nicht einfach zu spielen. Darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Aber er macht schon ordentlich Damage. So, das kann man nicht verneinen. Wobei es auch nicht gerade einfach ist zu treffen mit ihm. Also finde ich zumindest. Vielleicht auch komplett dumm an. Aber ich habe so das Gefühl, es ist nicht ganz einfach mit ihm zu treffen. So, jetzt. Oh, Ult und runter mit euch. Alter, das ist schon fett mit ihm. Ja. Erste Runde haben wir auf jeden Fall schon mal. Das liegt halt auch 100 pro komplett an ihm. Könnte ich mir nicht anders vorstellen. Ich sehe gerade hier, wenn man mit den Kollegen nicht trifft, also kein Gegner, dann bewegen die sich noch weiter, so, dann prallen die ab. Das ist auch interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was bringt, viel. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Mechanik. So, weg. Ja, bleibt nicht voll, sehr schön, brav gemacht. Ja, er macht ordentlich Damage auf jeden Fall.
Aber man trifft nicht so gut. Oh, ja, okay, sonst wäre zu OP, klar, aber... Das finde ich mal schade, irgendwie. Wenn ein Held eigentlich mega cool wäre, aber man nicht so gut mit ihm trifft. Das ist halt so quasi verschenktes Heldenpotenzial, aber... Ist ja klar, dass man dies machen. Und mit dem Steinbrocken ist vor allem echt schwierig zu treffen. Oh. Die war es nicht so wirklich. So, komm, Steinbrocken und... Na, nee, der hat so krassen... Bullet Drop. Beziehungsweise in dem Fall ja Rock Drop. Lustig. No. Komm, ich will ihn aus... Ich will ihn weghaben. Shit. Habe ich mich gerade selber gekillt? Ich glaube schon, oder? So, jetzt hoch mit... Nein! Ich hätte meine Ult damit abgebrochen. Ach komm, ich hasse dich, Anna. Huch, der ist gar nicht N. Huch. Und gewonnen. Easy. So, ich habe immerhin, ja, also auf jeden Fall ordentlich Damage gemacht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der nicht mal wirklich ein Tank ist. Also klar, hat 400 HP, das ist schon eher tanky. Aber dass er sich absolut gut, im Gegensatz zu D.Va jetzt, die jetzt nicht wirklich toll für Damage ist, sich wirklich gut für Damage eignet eben. Also ich finde ihn absolut cool. Ich fände es zwar, wie gesagt, noch cooler eben, wenn man mit ihm leichter treffen könnte. Aber ja, dann wäre er eben zu stark. Entsprechend ist es vollkommen nachvollziehbar, dass es nicht der Fall ist. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von Sigma? Findet ihr ihn gut oder eher nicht so? Würde mich auf jeden Fall interessieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein!